Das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen hat mit dem Einbau von Schotten für den Hochwasserschutz begonnen. Damit sollen Schäden im Falle eines neuerlichen Jahrhunderthochwassers wie im vergangenen Jahr verhindert werden. Damals stand ein tiefer gelegter Teil des Klinikgeländes fast 2 Meter unter Wasser. Dabei wurden Techniktrakt und Lüftung beschädigt, sodass 2 Wochen nicht operiert werden konnte. Der Schaden summierte sich auf 3,8 Millionen Euro. Neben dem Einbau von Klappschotten wird in die Grünanlage zur Fürsbecker Straße hin eine Mulde angelegt, die bei Starkregen weiteres Wasser aufnehmen soll. Für den Umbau und die Erneuerung übernimmt das Land Niedersachsen 2,1 Millionen Euro.